Heute probiere ich das Freiraum-Ale. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von Brobier. Das dritte und letzte Bier, das ich mir aus Bamberg mitgebracht habe, von Brobier. Von zwei Brauern aus Reckendorf, nördlich von Bamberg. Irgendwie kann ich mir noch den Ort nicht merken. Reckendorf, deswegen muss ich mal wieder fuschen und drauf gucken hier. Also Reckendorf, nördlich von Bamberg. Ich hatte schon das fränkische Vollbier, das fränkische Rotbier. Und heute gibt es das Freiraum-Ale. Es handelt sich hierbei um ein Pale-Ale, das mit 5 verschiedenen Aromahopfen gebraut wurde. Das perfekte Bier für einen entspannten Abend oder etwas wildere Nächte. Widerspricht sich aber, ist nicht schlimm. Also so für das, also auch das geeignet. Ja, das Bier hat 5,2 Volumenprozent Alkohol und da die ersten beiden Biere, die ich probiert habe, wirklich sehr lecker waren, erwarte ich hier auch was Leckeres. Ja. Glas. Öffnung. Flasche. Auf. Wir haben dann immer Haare ran. Probier. Ja, ein dunkler Goldton. Feiner bis mittelbräuniger Schaum. Ich würde sagen, ist ganz leicht trüb, nicht komplett klar. Ja, vielleicht vom Hopfen so ein bisschen mal Pace. Riech mal. Das allererste mit einer Orange. Eine süße Orange. Ich muss da nochmal nachlesen, aber ich glaube, es ist auch so gedacht. Beim Pale Ale habe ich immer noch wesentlich mehr auch Malz in der Nase als bei einem IPA. Also ein IPA ist ja dann doch eher der Hopfen, der Hauptdarsteller und das Malz so ein bisschen nur die Bühne. Während beim Pale Ale doch die Malze noch eine ordentliche Rolle spielen. Pale Ale ist ja so entstanden, dass es die ersten, ja, die Briten damals zuerst lernten, helles Malz herzustellen und daraus dann eben helle Biere produzierten. Sehr schöne, süße Zitrusfruchtigkeit, die mich, also eine süße Orange, erinnert aber eher eine Orange als eine Mandarine. Ach, wobei könnte auch eine Mandarine sein. Ja. Probier mal. Prost. Und das setzt sich auf der Zunge fort. Auch hier habe ich so eine süße Orange im Geschmack. Sehr lecker. Ich mag Orangen gern. Der Nase wird jetzt noch ein bisschen intensiver. Aber auch das ist wirklich sehr, sehr süffig. Ja, sehr lecker. Bittere hält sich in Grenzen, ist so ein bisschen da, aber nur so ganz leicht, gefällt mir sehr gut. Was für Hopfen das sind, kann ich beim besten Willen nicht herausschmecken oder riechen. Ich habe wirklich eher so die orangige Seite und eine schöne Malzigkeit dabei. Ja, sehr lecker. Ich kann die Brobiere nur empfehlen. Guckt mal danach, wenn ihr irgendwo in der Ecke seid, wo es die gibt oder auf der Internetseite, denke ich mal, gibt es die auch. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr sie probiert habt. Und dann bis bald und Prost!